Das Schiff kämpft gegen euch. Wie ein Geschwür sitzt ihr auf ihm, benutzt den wahren Namen gegen die Herzogin der Nachtblauen Tiefe und durchquert ihre Pläne. Der Ruf von Bahamut Schlund, um die Matrix der Arche zu ändern, hat nur bedingt geklappt. Jetzt hat sie zudem ihren Leibwächter verloren. Ein neues Ziel kann nun alles beenden. Der Splitter aus der Dämonenkrone von Borbarat Xamanot soll nun nahezu schutzlos nach Rulat gebracht werden. Doch ein großes Problem stellt sich euch nun vorher in den Weg, denn die Nieren versagen. Und mit euren Prinzipien steht ihr euch selbst im Weg. Böses zu tun, um Gutes zu verrichten, kostet euch ein nächstes Opfer. Ein neuer Leib muss gefunden werden und eingebunden. Und damit beginnen wir leicht südlich von Nersand in der Nähe von Kap Walstein. Nun, wo soll unser nächster Kurs uns hinführen? Südwärts, Maraskan. Captain, wir sollen uns überlegen, wie wir eine Seeschlange überhaupt fangen. Habt ihr einen Plan? Wir haben 23 Harpunale und starke Seile an Bord. Ja, wir schießen sie einfach so lange, bis wir sie festhalten können. Und wie wollt ihr sie festhalten? Wollt ihr sie erschießen? Ich denke, wir wollen diese Seeschlange lebend haben. Wir binden an jede Harpune ein Seil, machen die am Schiff fest und schießen ihr so viel in den Leib, wie wir brauchen, um sie festzuhalten. Eine Seeschlange. Sie wird das aushalten. Dann lassen wir sie sich eine Weile müde zappeln und dann ziehen wir sie unten ins wie nannte ihr das? Atro-Dings halt rein. Das ist euer ganzer Plan? Nun habt ihr einen besseren? Nun, nicht wirklich. Leider, bis jetzt. Ich würde bloß zu bedenken geben, dass wir uns eine kleine Seeschlange suchen sollten. Das sollten wir. 20 Schritt. Hoffentlich finden wir noch eine, die kleiner ist, aber ja, allzu viel Platz. Ja, da unten ist viel Platz, aber auch nicht so viel. Was haben wir denn für Seile geladen? All die bei den Harpunen waren. Werden für ja für die Walfjagd gemacht sein, aber sagt das nicht Haswolf. Haswolf redet gerade mit dir. Sorry, ich hatte Bronn erwartet. Die waren noch für die Walfjagd gemacht, die standen schon hier, die Harpunale. Für die Walfjagd? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das reicht. Wir können uns sicherlich auch keine Größe aussuchen. Ist ja nicht so, dass wir da irgendwo im Kaufmannsladen rumstehen und uns dann die Schlangen von der Länge nach aussuchen können. Die großen hängen wir zurück, die kleinen können wir uns dann nehmen und dann wird noch länger abgerechnet. Das ist richtig, aber notfalls können wir vielleicht ein, zwei Tage das Perlenmeer kreuzen und nach einer suchen, die passt. Vielleicht sollten wir diese Aktion auch üben, oder? Das heißt, wir fahren jetzt einfach so in der Sargasso umher und auf der Hoffnung, dass uns irgendwas angreift. Das ist ja eine richtig gute Idee. Abenteuer. Und ihr kennt euch doch mit Seeschlangen aus. Bestimmt könnt ihr dabei helfen, eine zu finden. Naja, wir brauchten sowas wie einen Experten in dem Gebiet. Nicht auf dem Gebiet, ich bin ein Experte auf diesem Gebiet, aber in diesem Gebiet, also lokal. Jemand, der die Sargasso-See durchgefahren ist. Zumindest wäre das sinnvoll. Was lockt Seeschlangen an? Einen Köder brauchen wir vielleicht. Torwaller. Haben wir Torwaller? Einen, ja. Ich schlage vor, wir werden unseren Torwaller nicht an einen Haken hängen und übers Wasser baumeln lassen. Ich hänge dich gleich an einen Haken, Mann. Und ich finden habe wir gesagt, denn jemanden? Wir werden es nicht tun. Ich häng dich trotzdem gleich an den Haken. Meine Herren, vertragt euch. Differenzen könnt ihr während der Freiwache klären, nicht hier. Also, wo finden wir jemanden, der die Sargasso-See schon mal durchfahren hat? Hört ihr mir überhaupt zu? Ich fragte, wofür sind unsere Seile ausgelegt? Für die Waljagd, ja? Vermutlich, ja. Vielleicht sollten wir uns vorher nochmal ein paar Kisten Endurium besorgen und dann Ketten aus Endurium schmieden. Seile können wir nämlich vergessen. Ich fürchte, dass es nicht möglich ist, aber Ketten. Wir können Ketten beschaffen, ja. Wenn wir Endurium hätten, hätten wir, denke ich, keine Probleme. Vielleicht sollten wir uns erstmal einen Überblick beschaffen, was wir haben und was wir nicht haben. An Ketten, Seilen und Harpunen. Keras, ihr habt doch die. Ja, ihr habt doch die Frachtpapiere in Ordnung gebracht. Was haben wir alles? Nun, das weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich müsste die Papiere holen. Dann sieh zu, dass du fortkommst. Wir
Wir sollten zusätzlich auch noch Sanitäter einteilen, um Verletzte vom Oberdeck zu transportieren. Ich glaube, eine Seeschlange lässt keine Verletzten zurück. Nun ja, wir sollten zumindest damit rechnen. Weil sie stehen nachher im Weg. Wir könnten... Ahmad, wie schnell könnt ihr das Holz in der Arche umformen? Das Holz in der Arche? Weiß ich nicht, wie schnell kann ich das denn machen? Das kostet Handlungspunkte und ihr wisst aktuell nicht, wie viele ihr habt, aber das geht binnen einer Stunde könntest du neue Räume formen. Auch unten, der neue Raum 15 ist ja immer noch Leerraum. Also da, wo ehemals die Achtertrotz ist, könntest du jetzt auch neue Räume einrichten, ansonsten kannst du natürlich alles andere noch bewegen. Aber neue Materie kannst du nur mit neuen Schiffen schaffen. Ja, das willst du weitergehen. Kann man die Arche benutzen, um die Seeschlange einzufangen? Durchs Holz? Das dachte ich auch, dass wir das Atropeum aufmachen seitwärts und sie nachher hineinködern und es hinterher zumachen. Und sie dann, na gut, dann haben wir sie drin und wissen auch nicht, wir könnten sie in der Morgrotte fangen. Und dann müssen wir sie irgendwie von da ins Atropeum kriegen und, naja, auch erstmal ruhig stellen. Experten. Was ist mit Jasper? Kennt er Seeschlangen? Fragen wir ihn doch. Ich glaube es aber nicht. Jasper? Hattet ihr den eingeladen? Dann ist er da. Ansonsten vermutlich nicht. Ich wollte gerade sagen, Jalan bringt ihm erstmal kein Vertrauen entgegen und dementsprechend würde der immer gesondert eingeladen werden müssen. Richtig, aber vermutlich steht da ein Raum weiter schon an der Tür und lauscht. Also, ich gehe ihn holen. Gut, dann kannst du mit Jasper zurück zur Offiziersbesprechung kommen. Er verbeugt sich einmal gönnerisch vor euch, tippt sich an seinen Magierhut und setzt sich dann dazu. Jasper, was wisst ihr über die Jagd auf Seeschlangen? Die Jagd auf Seeschlangen? Ich bin kein Experte in dem Gebiet und wir haben damals unter Kapitän Rodger keine gejagt. Allerdings ist mir nur zu gut in Erinnerung, dass die Plagenbringer 3 an sich gekettet hat. Monster. Und wisst ihr zufällig, wie sie das geschafft haben? Nein, die Plagenbringer fährt schon seit einiger Zeit auf den Ozean und das tat sie schon, bevor ich hier auf der Plagenbringer versklavt worden bin. Auf der Gezeitenspende versklavt worden bin. Wir bräuchten auch noch einen Mechanikus, weil mit Hand kann man so eine Seeschlange wahrscheinlich nicht in Richtung Arche ziehen. Selbst mit mehreren Männern nicht. Wir haben 200 Mann, natürlich wird das gehen. Wie schwer können die schon sein? Wollt ihr ebenso wie die Plagenbringer jetzt mit Seeschlangen um euch werfen? Nicht gar, nein. Wir planen sie als Ersatz für die Niere an Atropeum anzuschließen. Gibt es eine Möglichkeit, eine Art Seilzug zu installieren an Deck, um die Arbeit zu erleichtern? Bestimmt kann Braun uns da aushelfen. Braun? Ein Seilzug. Wir haben einen im Unterdeck. Damit können wir die Waren ziemlich schnell löschen. Den müsste man nach oben transportieren, aber ich weiß nicht, ob er... Da müssten wir sicherlich noch 2 weitere einbauen auf dem Oberdeck, damit wir so eine Seeschlange dann nach oben hieven. Die hat nämlich etwas mehr Gewicht. Und aufs Oberdeck wollen wir sie nicht haben. Wir wollen sie unten ins Atropeum reinkriegen. Das lässt sich sicherlich an der Seite dann öffnen von... Seiner Gnaden Ahmad. Ja schon, aber naja, du willst die Seilzüge werden trotzdem oben auf dem Oberdeck angebracht und dann kann man sie eben auf halbe Höhe ziehen. Schüttelt so ein bisschen verachtend mit dem Kopf. Könnte man die Seile durch die Wand führen des Atropiums? Das geht sicherlich. Ein paar Löcher reinmachen, die Ketten dann da durchführen. Muss man dann mit ein paar Zugbändern arbeiten, das würde ich hinkriegen.
Wenn ihr mir die richtigen Ketten gebt, geht das. Dann brauchen wir also Ketten. Nun, wenn ich noch etwas einwerfen darf, ihr wolltet diese Seeschlange lebend fangen, ja? Ja. Wie habt ihr vor, sie ruhig zu stellen? Das wissen wir noch nicht, deswegen seid ihr auch hier. Ich werde auch nochmal Kohlrab konsultieren. Aber ich dachte mir, wenn jemand über so etwas Bescheid weiß, dann wohl ihr. Ich könnte Schlafgift empfehlen. Sicherlich einige größere Portionen und von etwas höherer Qualität. Aber das müsste sicherlich machbar sein. Könnte nicht die Arche selber das Einstiefel übernehmen? Beziehungsweise, wenn man die Arche so umformt, dass sie genau die Seeschlange umschließt, sodass sie gar keinen Platz hat, sich zu bewegen. Ich glaube nicht, dass die Arche schnell genug geformt werden kann, damit das geht. Es muss ja nicht schnell gehen. Langsam, aber sicher. Ich nutze diese Gelegenheit, um zurückzukehren. Vielleicht sollten wir die Arche, die Seeschlange einfach beißen lassen. Und sie in der Maulgrotte festhalten erstmal. Ja, auf jeden Fall sinnvoller, als es mit Seilen zu versuchen. Wir haben zwar sehr viel Seil, doch ich fürchte nichts, was dick genug wäre, um eine solche Schlange aufzuhalten. Und wir können den Kunchon-Ketten kaufen. Ketten oder schon eher, doch die Seile, die wir haben, eignen sich eher für Segel. Gut. Wie gesagt, wir können den Kunchon-Ketten kaufen oder irgendwo auf Maraskan welche beschlagnahmen. Doch, habe ich gerade gehört, Schlafgift? Wäre es nicht viel einfacher, die Harpunale, nun die Spitzen, mit eben solchem Gift zu benetzen und so lange auf dieses Wesen zu schießen, bis es einschläft? Das ist eine gute Idee. Dann können Freund, wir es mit Gas normalen. Freund Karinor, ich hatte nicht vor, ihr ins Maul zu steigen, um es ihr oral zu verabreichen. Könnt ihr kein Gift machen, das durch Blut wirkt, wenn man es verletzt? Habt ihr mich nicht verstanden? Ich hatte nicht vor, es ihr oral zu verabreichen. An genau so etwas hatte ich gedacht, dass man die Spitzen einreibt. Sehr schön. So wie mit dem Balsam, den Bolstedt uns ja auch gegeben hat. Was ist mit Halbgift? Halbgift? Soweit ich weiß, meine Kenntnisse in der Alchemie sind natürlich bescheiden. Gegenüber zu Kollege Jasper. Aber meines Wissens ist Halbgift ein wirksames und potentes Mittel, um einen Gegner in seiner Gefälligkeit zu halbieren, wie der Name sagt. Ich kenne leider nicht seine Ingredienzien. Und wenn es die Schlange benommener macht, oder was auch immer ihr mit halbieren meint, dann wäre das sicherlich eine gute Möglichkeit. Gut, haben wir mehr, Carino? Redet mit Bolstedt und findet heraus, was wir dafür brauchen. Ei. Vor allem, was uns das kostet. Gut. Herr Gnaden, ich denke, wir sollten trotzdem erst einmal Kurs südwärts setzen für einige Stunden. An Rudert vorbei müssen wir so oder so. Jawohl. Ja, dann würde Achmad erstmal nach oben gehen und Kurs setzen. Und dann in den wie heißt das Ding? Atroponeum? Antropeum. Atropeum. Okay. Ja. Okay, schauen wir mal nach. Ihr seid wieder bei Kap Walstein. Mit ein bisschen Entfernung zu Rulat. Ich schicke euch einfach mal an die an die Nordspitze von Maraskan. Das sind 500 Meilen. 500 durch 30. 16 Stunden, die ihr jetzt unterwegs seid. Danach könnt ihr euch überlegen, wie es weitergeht, ob ihr erst nach Kutjom wollt oder nach Maraskan abdreht. Das ist jetzt prinzipiell egal, aber ihr hattet jetzt erst einmal 16 Stunden Zeit. Hat Achmad etwas vor in der Zeit? Ich würde mir, wie gesagt, das Atropeum ansehen. Ja, wie gesagt, du kannst vor dir dann erkennen, wie hier wohl ehemals einige Menschen aufgebahrt worden sind. Diese allerdings entfernt vor nicht allzu langer Zeit und mittlerweile hängen hier dann Delfine, die gerade vor sich hin wesen und widerwärtige Gase ausstoßen. Einige Körperteile sind auch schon abgefallen und die lösen sich jetzt gerade auf.
innere Blutung. Effert Blüte. Gibt es in diesem Raum noch irgendwas anderes? Das ist, wie gesagt, der Raum mit der Herzkammer und auch der... Ach ja, dem Altar. Klar, der Altar, richtig, genau. Der Altar aus Korallen. Ich habe eine Frage. Wenn ich jetzt mit diesem... Obwohl, das wirst du mir wahrscheinlich nicht sagen können. Ich würde einfach mal die Sachen, die da draufstehen und die davor stehen, alle wegnehmen. Ja, das kannst du machen. Dann würde ich gerne mal alles, was aussieht, als könnte es irgendwie Charybdoroth heilig sein, kaputt schlagen mit dem Effert heiligen Schwert. Bis auf das Herz, ja. Also nur den Altar. Also das Herz sollte ich jetzt nicht kaputt hauen. Gut. Ja, es ist wie gesagt verschiedene Opfergaben, die da liegen. Einige private Dinge, die du auch vielleicht von Effert Arios dort wiederfinden kannst, den du ja so gar nicht wirklich kanntest. Also da müsste vielleicht ein anderer das identifizieren, aber ja, wie gesagt, verschiedene Dinge, mumifizierte Delfinköpfe und den Korallenstock könntest du natürlich auch vernichten. Das gelingt dir mit deinem Effert-heiligen Doppelkundjoma. Und ja, müsstest du jetzt noch überlegen, was du mit dem Krakensilber machen möchtest, denn da kommt dein Doppelkundjoma nicht durch. Kannst du natürlich einfach von Bord schmeißen oder du lagerst es in deiner Kabine. Das ist mir jetzt erst einmal... Ich glaube, ich pack's zu dem Belhala Achfava in meiner Kabine. Okay, gut. Ich habe eine richtige Dämonensammlung. Da soll noch einer sagen, ich bin kein Paktierer. Wir machen uns bald Sorgen. Ja. Kommt mit in die Kiste von Sachen, die ich hoffentlich bald nicht, so bald nicht mehr sehe. Ja, dann entfernen wir die Statue. Zerstört. Ja, zur gleichen Zeit erreichen Kiaras und Abel mir. Eldan Gorbas ist gerade lernen. Den Alchemisten Arvat der Zweite von Bolstedt. Den Alchemisten, den ihr aufgelesen hattet in Festung. Klopft er an der Tür, werdet da reingelassen. Ihr könnt dann auch den Tisch vollgestellt mit einigen Chemikalien erkennen, Pulverchen, alles ist sehr unordentlich und es riecht etwas merkwürdig. Ihr könnt den Geruch nicht ganz wirklich zuordnen. Guckt ihr in das sehr alte, eingefallene Gesicht von Bullshit. Ja? Was tut ihr gerade? Waffenbalsam. Für den Kapitän. Kannst sehen, wie wohl etwas entfernt von ihm mehrere große Kisten stehen mit Tiegelchen, die er dort eingeschlossen hat, auch mit Butter übergossen, damit sie da nicht zerstört werden. Das ist wohl Waffenbalsam für eine Armee. Lass es sein, es gibt wichtige Sachen zu tun. Werter Herr von Bolstedt, seid ihr in der Lage, potentes Schlafgift oder potentes Halbgift herzustellen? Sicher, ich bin zu vielem in der Lage. Wärt ihr interessiert an der Herausforderung, eine Seeschlange einzuschläfern? Eine Seeschlange? Ja. Warum nicht? Eine Herausforderung. Genau das. Nun, so wie es der Zufall so will, haben wir vor, in naher Zukunft ebenso etwas zu tun. Was bräuchtet ihr, um ein entsprechend potentes Gift herzustellen? Eine Seeschlange, das kommt natürlich auf die Größe an, aber ich vermute, die Qualität muss dann den allerhöchsten Ansprüchen genügen. Lasst mich kurz überlegen. Ich denke an das Elixier, ein Narkotiker. Ihr hattet eben Gift angesprochen. Ich glaube, das würde die Gefeitenschaft an Bord nicht allzu sehr erfreuen. Aber ein Narkotiker würde anderen Ansprüchen genügen. Wir sprechen hier von keinem Venetiker, sondern, wie gesagt, von Narkotiker. Sie fallen unter die gleichen Dinge wie unter anderem der Wachtrunk oder auch der Gifte sind, wie gesagt, immer etwas schwierig zu behandeln. Jaganöl, Minenschwamm, das lässt sich alles nicht besorgen, aber mit etwas Mohn, Traumwind-Elixier. Bitte was? Traumwind-Elixier? Traumwind-Elixier. Die
Ich habe davon gehört, es soll wohl potent sein und vielleicht, das müsste ich ja mal nachrechnen. Ich weiß nicht, ob ich die in der Kürze der Zeit die Rezeptur beschaffen kann. Wie lange braucht ihr? Kommt auf den Punkt. Ein Rauchfeuerchen, Karneole, Zwiedestillat. Ich vermute eine Woche. Ihr habt 24 Stunden. Okay, er kratzt sich ein bisschen am Kopf. Wo soll ich beginnen? Er schaut jetzt auf seinen Tisch und schiebt so ein bisschen Pulver mit seiner Hand beiseite, damit er so ein bisschen mehr Platz hat. Einige Tiegelchen zusammen, stapelt die einfach aufeinander. Breitet ein Pergament aus und fängt dann erstmal an zu arbeiten. Sehr schön. Seht ihr? So geht das. Ildan. Diese Alchemisten. Ja, ich würde gerne den Raum wieder verlassen mit Abomir. Um den Mann natürlich allein zu lassen. Ildan, habt ihr immer noch Zweifel, ob wir auf den Wegen der Zwölfe wandeln? Ildan ist gar nicht hier. Oh, er ist da drüben in seinem Studium und studiert. Er macht nichts. Vielleicht sollten wir noch Jasper fragen. Vielleicht hat er auch eine Idee, womit man eine Seeschlange kurzzeitig ausschalten kann. Traut ihr ihm? Trauen ist ein starkes Wort. Vertraue ich irgendwem hier? Nun, wer weiß. Doch, vielleicht ist es nützlich, immer eine zweite Expertise einzurufen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, was passiert eigentlich, wenn die Arche zerstört wurde? Mit diesen Magiern. Das Wissen um die Archen darf niemals in fremde Hände geraten. Nun, ich denke, alle Magier hier an Bord werden... Es sind Graumagier. ...gegebener Zeit mit der Gesindekirche sich unterhalten müssen. Immerhin fällt Wissen unter ihre Jurisdiktion. Ich würde sie der Inquisition übergeben. Die kümmert sich um solche Sachen. Nun, die Inquisition und magische Akademien, wie ich verstehe, verstehen sich nicht wirklich gut. Solange ein Magier nichts verbrochen hat, glaube ich nicht, dass die Inquisition irgendwas mit eurer Kaste machen darf, oder nicht? Das wird die Inquisition entscheiden. Ob sie was machen dürfen oder ob sie etwas nicht machen dürfen. Außerdem wird, egal welche Entscheidung getroffen wird, alles auch euch betreffen. Ich habe kein Problem mit der Inquisition. Wenn mein Fleisch brennen soll, soll es brennen. Ich vertraue auf Praios. Ja, nun, ich hoffe für euch, ihr werdet nicht brennen. Das hoffe ich auch. Sehr gut. Ich jedenfalls werde mich eher Bora widmen. Jedem das Seine. Suchen wir diesen Jasper auf. Ja, genau. Er wird sicher seine eigene Meinung dazu haben. Und sich freuen, wenn er es sagen darf. Er muss es noch nicht wissen, was wir hier besprochen haben. Natürlich nicht. Was tut Jalan in der Zeit als Kapitän? Ich wollte gerade sagen, mit Myria trainieren, aber die ist nicht mehr hier. Ich gehe nochmal unter der Mannschaft durch, in der Klaschempa auch unten im Quartier. Schauen wir mal, ob die alle wieder auf den Beinen sind oder ob irgendjemand noch im blattbedingten Rausch versunken ist. Nein, das hat sich in den Tagen gegeben. Die haben die paar Tage unter... im Strudel haben sie dann noch eine ganze Menge an Ilmenblatt zu sich genommen. Aber wenn sie jetzt nach und nach wieder in die frische Luft kommen, du meinst wohl, das hätte nicht so sehr viel mit Bahamuts Ruf zu tun, sondern viel eher dann damit, dass sie Rassasor begegnet sind und dass dieser Schrei dann nach und nach abgeklungen ist.
Ja, denen geht's wieder besser. Gut. Und dann scheuche ich Bronn und seine Henker vom Näher nochmal los. Sie sollen zum einen die Munition überprüfen, zum anderen dafür sorgen, dass die Harpunale in brauchbarem Zustand sind. Wir haben ja alles neu installiert. Kann sein, dass da Kleinigkeiten falsch gelaufen sind. Du bekommst natürlich ein Augenbrauen hochziehen von Bronn. Er bürgt für seine Männer und dass es perfekt alles verdrillt ist. Da gibt es kein Millimeter, der da irgendwie noch rausragt oder falsch angesetzt worden ist, aber sie werden das natürlich tun und dem nachgehen. Doppelt hält schließlich besser. Doppelt hält besser. Gut. Und dann, wenn ich noch Zeit habe, werde ich vermutlich eine halbe Stunde oder so im Atropium rumstehen und mir vorstellen, wie wir hier eine Seeschlange reinquetschen. Ja, du kannst auf alle Fälle erkennen, dass dieser Korallenstock wohl restlos zerstört ist. Hier hat irgendjemand gewütet vor nicht allzu langer Zeit und einige Dinge fehlen auch, wurden entsorgt oder sind restlos, ja, zerstört. Okay. Wollen wir da auch mal reden? Nicht jetzt. Dann erreichen Abel, Mir und Chiaras Jasper den Wandler. Werter Jasper. Ja, wie kann ich den Herren dienlich sein? Ich würde euch gerne eine Frage stellen, als begabten Alchemisten. Ja, endlich jemand, der auf mich zurückkommt. Das wurde viel zu lange nicht getan. Ja, ich glaube auch. Sagt, wie würdet ihr eine Seeschlange gefechtsunfähig machen? Wenn es nach mir ginge, mit Gift. Das ist doch das, was ich bereits anklingen lassen habe.